Hallo, wie geht's? Alles gut? Ich zeige euch heute mal das Feature, was Photoshop in der Dezember-Version eingebaut hat, was mir am meisten gefällt und was ich doch öfter nutze, als ich es vorher gedacht hätte. Und zwar ist das das Sky Replacement Tool. Andere Fotobearbeitungssoftware hatte es ja schon länger, dieses Feature. Adobe hat da jetzt nachgezogen und wir schauen uns jetzt mal an, wie das funktioniert. Ihr öffnet Photoshop und importiert ein Bild, also ein Foto. Dann geht ihr unter Edit und da findet ihr das Sky Replacement Tool. Dann öffnet sich dieses Fenster, Photoshop arbeitet sofort und setzt den ersten Himmel, der da ausgewählt ist, sofort ein. Ihr könnt hier aus den Vorlagen wählen, immer was ganz Dramatisches. Ihr könnt die Farbtemperatur verändern, Helligkeit, Fade Edge könnt ihr machen, also wie stark der Himmel oben an der Maskierung, da, wie stark die Maskierung ist oder wie hart die Kante vielmehr ist. Und hier ist das eingesetzt und Photoshop baut dann verschiedene Einstellungsebenen mit Masken, die ihr dann noch einzeln weiter bearbeiten könnt, beziehungsweise könnt ihr über die Gruppe, auch über die Sky Replacement Group dann auch noch weitere Bearbeitung am Himmel machen. Ich zeige euch das nochmal an einem anderen Beispiel. Ihr könnt natürlich nicht nur die Vorlagen, die Adobe euch da vorgibt, verwenden, sondern man kann auch eigenen Himmel, den man irgendwie selbst fotografiert hat oder aus Stock-Footage, was ihr euch irgendwo runtergeladen habt, dort einbauen. Geht dann auf das Plus, sucht euch den Himmel aus, wählt die Datei aus. Ich mache es mal ein bisschen größer. Nehmt mal hier links den, geht auf Öffnen, Photoshop arbeitet wieder. Baut den schon im Hintergrund ein, ihr müsst dann noch einen Namen vergeben. Und wow, zack, ist da ein neuer Himmel eingesetzt. Also das funktioniert wirklich ziemlich problemlos. Ihr könnt die Feineinstellungen wie skalieren, das ist jetzt hier natürlich zu klein. Aber ihr könnt es auch größer machen, wenn die Wolken irgendwie nicht zum Vordergrund passen von der Skalierung her. Und ja, nochmal Color Adjustment und die Lichteinstellungen könnt ihr hier noch treffen. Das funktioniert alles, wie man das von Photoshop kennt, ziemlich problemlos. Also ich nutze das Feature mehr, als ich gedacht hätte, wenn es vor allen Dingen mal schnell gehen muss. Mache ich noch das altherkömmliche Mitmaskieren ab und an, aber meistens nehme ich das als Ausgangspunkt, um dann noch weiteres Feintuning zu betreiben, was ihr ja mit den Einstellungsebenen, die dann Photoshop bei generiert, wenn ihr OK klickt, an denen baue ich dann noch um und mache das Finale. Also von meiner Seite auf jeden Fall einen Daumen hoch für das Sky Replacement Tool von Adobe. Ich finde, Adobe hat da geliefert, wurde auch Zeit. Kommentiert mal unter dem Video, ob euch das Feature gefällt und ob ihr das für eure Landschaftsfotos und so weiter nutzt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ja, gebt mir ein Like. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und die weiteren Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Bis bald.